Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, die erste Erwähnung der Hundewiese war 2006 schon im Rat der Stadt und dann ist es lange Ruhe gewesen, bis dann, ich sag mal, in 2018 und jetzt zuletzt in 2021 dann ja auch nochmal der Haushaltsantrag gestellt wurde, die Hundewiese jetzt auch endlich auf den Weg zu bringen. Gut war ja auch, dass die Initiatoren letzten Endes doch immer noch mal dran geblieben sind, zwar überhaupt mal erst eine geeignete Fläche gefunden haben, aber am Ende finde ich, ist hier insbesondere so auch am Bockwinkel auch eine sehr gute Fläche gefunden worden, weil es insgesamt sich auch ganz gut so ins Gesamtensemble dann auch einfügt. Wir haben es, wie gesagt, eben nicht mit einem Stabgitterzaun komplett drumherum gemacht, weil wir gesagt haben, das muss hier auch irgendwo ins Areal reinpassen. So. Läuft noch gut, das Schloss. Ja, da mal drauf mit euch. Ja.